Hallo meine lieben Nosy Rosies. Ja, ich sieht jetzt nicht gerade aus wie beim Frühstücksfernsehen bei mir, ein bisschen ungeordneter. Heißt aber nicht, dass es weniger lecker ist. Aber ja, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Worum geht es heute? Wenn ich richtig im Kalender nachgeguckt habe, geht es heute um Beziehungsleben. Ja, Beziehungsleben. Was sagt man dazu, Beziehungsleben? Naja, also was ich mal wichtig finde, dass man überhaupt Beziehungen eingeht in seinem Leben, weil sonst wäre das Leben noch ziemlich leer und öd. Und ich meine damit nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch freundschaftliche Beziehungen. Und warum? Weil das Ganze ist ein Geben und ein Nehmen. Und das ist sehr wertvoll, weil nur so kann man sich auch selber weiterentwickeln. Man weiß auch, was man für Grenzen hat und ja, man lernt viel dadurch, meiner Meinung nach, weil wir können eigentlich nur uns selber kennenlernen, indem wir in Kontakt mit anderen Menschen sind. Also wir können uns Bestätigung von denen holen, wir können aber auch enttäuscht werden von vielen Menschen, aber schlussendlich ist das immer so okay, dass das ist für mich gut und das ist für mich schlecht. Und so findet man viel leichter zu seiner eigenen Person. Versteht ihr? Ja. Was ist wichtig dann in der Beziehung? Wichtig in der Beziehung finde ich nicht unbedingt, dass man die gleichen Interessen hat, aber dass man Interesse an den Interessen des anderen hat. Obwohl, muss auch nicht immer sein. Zum Beispiel, wenn jemand sich für Fußball interessiert und die andere interessiert sich eben nicht für Fußball, dann geht man halt mal getrennte Wege, wenn jetzt da ein interessantes Fußballspiel läuft und die andere hat überhaupt kein Interesse, dann macht die eben halt den Tag was anderes. Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach, dass man ja, viel auch getrennt macht, weil jeder sollte auch in der Beziehung irgendwo auch eigenständig bleiben, weil also ein eigenständiger Mensch, ich meine, es gibt nichts Schlimmeres als Pärchen, die ganze Zeit immer nur sagen, ja, ich muss mal, soll ich Sabine fragen, ob wir kommen können. Also bei mir geht's, aber ich muss Sabine fragen. Oder wir gehen da und dahin, okay, das ist ja noch normal. Aber ja, gut, wenn einfach nichts mehr ohne den anderen Partner geht, das ist irgendwie dann auch nervig, weil es ist wie Brad Pitt und Angelina Jolie, sagt mir auch Brangelina. Die machen nichts mehr allein. Also ich meine einfach so ein zusammengewachsenes Pärchen, was eigentlich zu einer Person wird. Ja, also zwei eigenständige Persönlichkeiten finde ich wichtig. Dann finde ich aber auch wichtig, dass wirklich Liebe da sein sollte und nicht nur dass es nicht nur eine pragmatische Beziehung ist, also dass man einfach sagt so, ja, wir haben die gleichen Interessengebiete und wir wollen beide Kinder und so. Wir gehen jetzt zusammen. Das finde ich eigentlich nicht so eine gute Einstellung, weil irgendwie finde ich, da muss doch schon irgendwie noch Funken Liebe da sein. Was sein kann, die Liebe kann manchmal auch erst ein bisschen später entstehen. Dass man, ja, manchmal sollte man Beziehungen einfach eine Chance geben. Also zum Beispiel, ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, ich finde ja nicht den oder die Richtige und so. Und auf Anhieb weiß man das ja auch nicht. Das merkt man ja erst mit der Zeit, ob das die Richtige ist für einen. Und ja, das ist eben im Leben, das ist immer, wie heißt das? Pass and fail. Also entweder eben man muss sich abtasten im Leben, man muss sich das vorstellen, man ist wie ein blindes Huhn und das tappt dann vielleicht irgendwo in eine Ecke, wo eine Hühnerfalle ist und dann merkt sich, okay, oh scheiße, da gehe ich jetzt besser doch nicht hin, dann gehe ich erstmal rüber, oh, das tut mir gut, wunderbar, baut Selbstbewusstsein auf und ja, man wird immer reifer und reifer und reifer mit Erfahrung und auch stärker. Ja, so ist es.
Und ja, was soll ich denn noch sagen? Ja, also genau, was das A und O ist bei Beziehungen, ist Vertrauen. Nämlich wenn das Vertrauen, ist das Vertrauen einmal ruiniert, dann lebt sich's völlig ungeniert, aber nur für eine Person. Also wenn mein Vertrauen kaputt ist, ist es sehr schwer, das wieder aufzubauen. Und ja, deswegen sollte man auch gucken, dass man in der Beziehung miteinander redet. Weil ich meine, in jeder Beziehung gibt es Probleme und jede Beziehung kommt mal an einen Punkt, wo man sich fragt, so, ja, also nee, so geht das doch nicht weiter. Aber anstatt das Ganze dann sofort zu beenden, sollte man meiner Meinung nach erstmal miteinander reden. Weil das andere ist eigentlich schlussendlich nur feige. Und dadurch kann sich auch eine Beziehung gar nicht weiterentwickeln. Eine Beziehung kann sich so nicht weiterentwickeln, wenn man einfach sagt, so, ach nee, das ist jetzt doch nicht das Schluss. Wichtig ist, dass irgendwie die Liebe da, also irgendwann die Liebe muss da sein, nämlich wenn die Liebe da ist, dann kämpft man um sowas. Wenn sie nicht da ist, dann lässt man es sein und dann ist es auch gut so. Also schlussendlich könnt ihr gar nichts falsch machen in Beziehungen, stürzt euch in Beziehungen, aber seid vorsichtig, schon ein bisschen vorsichtig sein, aber ihr müsst da durch das Ganze, weil nur so kommt ihr weiter im Leben. Ja. So, jetzt habe ich noch was Kleines Organisatorisches. Ich und Lumi und Jen, wir werden ab jetzt immer den Freitag übernehmen, wenn das so bleibt. Und ja, Lumi wird gleich diese Woche starten am Freitag. Dann kommt Jen und dann komme ich wieder. Also ihr seht uns jetzt praktisch immer nur alle 3 Wochen. Also, ne? Also eine Woche mal mich, eine Woche Duni, eine Woche Jen. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Und jo, das war's eigentlich. Scheiß Wetter heute. Aber ich habe eigentlich noch einen Gast, aber ich weiß nicht. Fantau? Fantau, komm mal her. Komm mal her. Ich habe noch einen Gast. Der kommt So, ich habe einen Pflegehund. Guck mal, Pantau. Ei! Ich habe einen Pflegehund. Der heißt Pantau. Ein bisschen nass. Und ja, mit dem gehe ich ab und zu mal jetzt Gassi. Ne, mein süßer Kleiner. Jo, willst du gar nicht, wie ich kann. So, okay, das war's dann. Und ich bin 8 Minuten und 12. Gar nicht so schlecht. Okay, ich grüße euch. Bye-bye.